Schauen wir mal, was es gibt. Ja, aber das ist, ja, es ist leider nicht das, was ich hätte gerne. Ja, dadurch, dass das hier natürlich so eine 90-Grad-Kante ist, hast du hier oben natürlich extrem ruhige Luft. Ja, ich habe jetzt hier nicht viel Druck. Ich habe jetzt hier nicht viel Druck. Da muss ich die Leinen so ein bisschen vorsortieren, damit er gleich ein bisschen sauberer kommt. Dann habe ich hier hinten zumindest. Sonst geht tatsächlich so einiges an Energie verloren, wenn sich hier die noch entheddern müssen, weißt du? So. Die Bremsleine unten raus. Ja, okay, das geht. Sehr schön. Alles sauber zu. Tipptopp. Beschleuniger läuft auch frei, wobei ich den heute nicht brauchen werde. Dann kommt er von da ein bisschen. Nee. Ah, jetzt. Ach. Na komm schon. Nein, 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 nein. Ja, lass mal los, bitte. Danke. So. Okay, also der Wind hat jetzt etwas zugenommen.
Ich muss das jetzt auch im Auge behalten, denn da draußen rückt die nächste Gewitterzelle an. Ja, ich fliege nicht lange. Das ist nicht ganz so prickelnd. Das kann dann hier sehr schnell viel zu viel werden. Ja. Das ist das Schöne an dieser wirklich extrem steilen Kante, dadurch, dass die im Prinzip hier senkrecht abfällt. Dadurch kann sich hier der Druck wirklich super komprimieren. Ja. Wer hätte das gedacht? Vorhin war das noch so lau. Jawohl, schönes Liegen. Nicken. Ich glaube, der Wind nimmt zu, ne? Ja.
Ja, sehr schön hier. Leute, damit hätte ich echt nicht mehr gerechnet, dass hier der Wind noch mal so ein bisschen Kraft kriegt. Aha. Da hinten kann man auch schön wohnen. Hotelanlage. Da hinten sind auch zwei Campingplätze noch. Das Freistehen in Portugal ist ja ein bisschen ein Problem geworden. Nahezu alle Plätze haben inzwischen Verbotsschilder und werden auch regelmäßig kontrolliert. So, selbst hier draußen habe ich jetzt noch schon Druck nach oben. Ich verliere hier in dieser Linie im Prinzip nahezu keine Höhe. Und ihr seht, ich bin jetzt schon direkt über dem Strand. Zeigt mir aber auch, dass der Wind jetzt deutlich zunimmt. Ich habe das an den Möwen schon beobachtet. Die kriegten plötzlich Höhe über der Kante. Auch jetzt, die sind natürlich ein ganzes Stück über mir da oben, die Jungs. So, ja. Sehr schön hier. Und diese Gesteinsformation, das ist doch, ja, Gestein, Sand, das ist so verfestigtes Material, ne? Was aber dann doch über die Jahre langsam ausgewaschen wird. Schon cool. Schatz. Da unten. Ja, tipptopp. Sehr schön hier. Hammer, oder? So, da wo mein Schatz steht, ist natürlich hier eine richtig, da geht es runter. Das ist natürlich, da ist eine richtige Lehturbulenz drin hinten. Da jetzt anfliegen ist dann schon gefährlich. So.
jetzt ist hier unten, ich beobachte das gerade, wie die Palme sich bewegt. Palmen sind hervorragende Indikatoren für die Windstärke. Wir haben an solchen Startplätzen oft die Situation, dass keine Flatterbänder da sind. Zack, hier kriege ich gleich wieder Druck. So, hier muss ich aufpassen. Ihr merkt schon, ich habe jetzt hier keinen Beschleuniger und nichts. Ich habe die Bremsen ganz frei. Und ihr seht, wie hier über der Kante nach hinten dann die Windgeschwindigkeit, die Aufwärtsdynamik aus dem Wind rausgeht und sich umwandelt in Geschwindigkeit wieder weiter nach hinten. Und da muss man Obacht geben, wenn man dann zu weit nach hinten fliegt, dann reißt es einen mit, je nach Windstärke, die gerade herrscht. Ja, noch mal ein entspanntes Fliegen heute Abend, sehr schön. So, da draußen die Zelle. Ja. Kann auch jederzeit das Nass rausfallen. Da vorne die Wolkenformation, das ist immer so ein bisschen kritisch. Da fließt etwas Kaltluft nach unten in einem Band. Ja, ich denke, ich werde auch landen, damit ich meinen Schirm noch trocken zusammenkriege. Ich denke, das ist sinnvoll. Gut, fahren wir mal das Landegestell aus, ne? Ein bisschen weiter nach vorne fliegen, dann kann ich den Schirm nach hinten besser runterzupfen. So, ja, okay, Druck geht aber. Ja, wunderbar. Und jawohl. So, also den Schirm über die Bremsleinen. Man kann sich dann eindrehen, kurz die Hände auch einwickeln. Wer es vielleicht schon gesehen hat, ich fliege nie mit gewickelter Bremse. Das ist für mich ein Sicherheitsgrund, warum ich das mache. Ich bin der Meinung, dass das vielleicht in einem Notfall, wenn man wirklich blitzschnell die Rettung schmeißen möchte, muss, da Zeit verliert. Das sehen wahrscheinlich die meisten anders, speziell wenn sie permanent gewickelt fliegen. Aber für mich ist das mein Grund, warum ich das nicht mache. Und ich halte die Griffe praktisch wie ein, ja, wie den Griff von einer Klostrippe, von so einem alten Klo, was hinten so eine Kette runter hat, wo der Spülkasten oben an der Wand hängt. Und so halte ich meine Bremsgriffe, die habe ich auch zusammen mit so kleinen, kurzen Klettdingern zusammen gemacht. Jo. Gut, dann gehen wir mal nach hinten und packen mal zusammen. Dann brauche ich das nicht hier vorne im Wind machen, da hinten ist schön windstill. Ja, das mit dem Gewitter da vorne, das war mir jetzt, da möchte ich kein Risiko eingehen. Das kann schnell böig werden. Da floss auch da hinten schon teilweise ein bisschen Kaltluft aus. Und du hast jetzt ja wirklich einen geilen Flug gehabt. Ja, war gut, tipptopp. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, hier unten, hier ist schön tipptopp. Ja, hier ist ganz ruhig.
Ha? Ja, genau. Ja. Und es ist trocken. Da unten, der Boden ist nämlich überall noch nass. Ja. Alles klar. Ja, super schön an der Kante. Das bietet ein irre Panorama mit diesen, mit diesem roten, wirklich super roten Sand, der diese Klippe da gebildet hat. Diese verfestigte. Echt genial. Und dann diese Auswaschungen dann drin. Das sieht schon echt Bombe aus. Das ist, also, ganz ehrlich, das ist hier noch schöner als in Mata Las Cañas. Das ist hier echt Bombe. Und ihr habt gesehen, wo ich einmal rechts ziemlich weit drüber geflogen war, man kann da echt noch ordentliches Stück rüberfliegen. Und da drüben die Kante genießen. Und die wird dann auch höher. Man hat auch gesehen, es trägt gut. Also der Wind, der Druck war jetzt gar nicht mal so viel an dieser Kante. Die trägt super. Also die ist echt Bombe. Da brauchst du gar nicht viel Wind, gerade für Anfänger. Die kommen dann oft so mit ihrem Schirm dann nicht richtig vorwärts und so weiter. Das ist hier richtig gut. Richtig gut. Freut mich, dass ihr zugeguckt habt, dass es euch interessiert hat. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Flug gehabt. Bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen hoch. Jo, tschüss, macht's gut.